hat geklappt. Jo! Foto! Nee. Ich habe sogar gelächelt. Hat aber nicht funktioniert. So, wir müssen jetzt den Kran holen. Den großen? Ja, weil er ja. So ich schau mal eben. Genau. Soll ich dann den Kran übernehmen? Können Sie machen, ja. Wo ist denn der? Ja, der Herr Finch hat sich hat sich vorhin abgemeldet. Der hat einen Lehrgang bekommen. Mhm. Kurzfristig und ja. Ach, den wollte er auch unbedingt mitmachen, glaube ich. Mm. Ne? Ja, okay. Ja, er will ja Chef werden. Ja, ist ja noch jung, verstehen Sie? Ja, verstehe. So, ich gehe schon mal dahin. Ich habe den Kran mal. Ja, ich setze schon mal die Betonteile. Ja. Als nächstes noch Wände gießen. Haben Sie den jetzt? Ach, ich muss den aufstellen, ne, oder? Ja. Die sind ja schon da, ne? Also, dann ist doch. Welcher ist denn das jetzt? Der Turmdrehkran. Nicht der Schnelleinsatzkran. Den können Sie eigentlich abgeben, den Schnelleinsatzkran. Wenn wir den noch haben, dann mache ich das mal eben. Ja, mach mal eben. Ich gehe mal. Ich glaube, ich muss noch mal zurück, weil ich den stehe genau am Kranplatz. Konnten den nicht aufbauen. Ich bin mal gespannt, wie der ist. So, ich baue den mal auf. Ja. Wir gucken uns das mal an. Wir müssen akzeptieren. Oh. Der sollte reichen, ja. Okay, ich gehe dann mal da rein. Ja. Oh. Oh. Ist das eine Höhe? Leute, guckt euch das. Da wird ein Jahr. Moment. Da wird ein Jahr schön. So, wir müssen gießen. Wir werden mal gießen. Nee, ich muss jetzt erstmal die Dinger setzen. Aber ich möchte auch noch mal hier eben durchgehen. Ja, hier unten, weil ich habe Ihnen ja letzte Woche gesagt, wir sollten die Stempels hier ein bisschen verringern und das hat auch gut geklappt. Nur die Gasflasche, Herr Boxen, die sollte vielleicht nicht unbedingt. Da habe ich doch gar nichts mit zu tun mit der Gasflasche. Ich habe das dem Herrn Finch gesagt, die muss abgeschlossen werden. Hier kann ja jeder reinkommen. Da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Mensch, mein Lieber. Ich hoffe, er lernt das auf dem Lehrgang. Oh, ist ja verantwortlich. Oh, ist der groß. Hoch. Leute. Passen Sie mir nur auf die anderen Häuser auf. Nicht, dass Sie die Antennen oder die Dachschüsseln da runterhauen, ne? Ja, machen Sie mal voll. Gut, und ich werde mir jetzt gießen. Beziehungsweise. Aber passen Sie mal auf, ich habe den ersten jetzt am Haken. Ja. Und werde den mal rüberschwenken. Jo. Ist denn jetzt überhaupt was zu gießen schon oder müssen wir erst die Teile? Ja, ich muss jetzt erstmal die sechs Träger erstmal da hin, ja. Wo sie hin sollen. Ich hatte übrigens noch einen Anruf von der Bürgermeisterin gekriegt, die hatte das sich wohl auch angeguckt und war recht zuversichtlich, dass wir das im Zeitplan schaffen sollten und ja. Fand das auch schon so, wie wir arbeiten, sehr gut. Ja. Haben Sie Ihre Sache, die ich sehr nett finde? Das habe ich natürlich nicht gesagt. Warum denn nicht? Herr Hoxton, es geht hier um Arbeit und nicht um Vergnügen. Und wenn Sie das möchten, dann müssen Sie sich da selber so ein bisschen... Das stimmt. Ich habe zwar gesagt, dass mein bester Mitarbeiter meine Nummer 1 ist. Das ist richtig. Also können Sie sich darauf berufen. Da geht auch nicht viel nützen. Obwohl, ich werde mal gucken. Warten Sie mal. Ich werde den mal ausfahren, die... Oh. Und so, ich guck mal, ob ich den jetzt hier runterlassen kann. Lass jetzt mal die Hose runter. Krieg ich hier gerade. Nee, den kriege ich hier gar nicht rausgefahren. Oh, warum sagen Sie denn nicht, dass ich falsch bin? Ja, ich bin auch falsch. So, der erste hängt. Ja. Das ist sehr komisch. Ne? Ja, ich muss hier auch mal ein bisschen. Vorsicht, ich schwenke. Rangieren. Ich hoffe, das geht jetzt hier irgendwie. Oh. Oi, oi, oi. Das sieht gut aus. So, also Sie können ja schon mal den... machen Sie ja auch gerade, ne? So wie ich das sehe. Ja. Muss ich das auch verfüllen da, ne? Alles. Aber jetzt noch nicht, ne? Okay. Ich meine, Sie können das ja vielleicht mal versuchen. Ich guck mir das zumindest erstmal an hier. Da wir ja jetzt mit zwei Männern hier rumbasteln,
Ja. Ist es natürlich für uns jetzt so, dass wir die Fahrten sparen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Weil sonst dauert das zu lange. Passen Sie auf, ich setze jetzt den zweiten. Ja. Aber das ist falsch, was Sie machen. Das dürfen Sie nicht tun. Was meinen Sie? Ziehen Sie den nochmal ein, bitte. Fangen Sie nicht hier an, wo ich hier noch am Basteln bin. Fangen Sie an. Okay, ich verstehe, ja. Verstehen Sie, was ich meine? Weil sonst wittert nichts. Ja, ich verstehe. Also dann lieber hier hinten, in dem Bereich. Oder ganz wegfahren, oder? Nein, nein, Sie können ja da bleiben. Aber Sie können da hinten anfangen zu verfüllen. Okay, ich habe verstanden. Weil sonst schaffe ich das nicht. Aber Sie müssen sich ja auch den Dings da hinstellen, den Wagen da hinstellen. Ja, ist schon klar. Ich wollte nur mal gucken, wie weit ich jetzt hier komme. Vorsicht. Nichts machen, wenn die Nummer 1 noch am Basteln ist, ne? Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, da man jetzt zu zweit nur ist. Ja. Da müssen wir natürlich ein bisschen... Ich guck mal, ob ich den jetzt hier einbügeln kann. Dauert natürlich jetzt alles länger. Das stimmt natürlich. Aber wir versuchen es so hinzukriegen, weil mit zweimal ist doof. Aber das kriegen wir auch nicht. So, jetzt kannst du von mir aus, weil ich bin hier soweit fertig. Ja. Nur eben halt, wie gesagt, sie haben das hier so doof gestellt, dass ich... Alter. Das ist wahrscheinlich mit dem wohl da. Anfahren hier, das ist ja echt... Oh, nee, alles klar. Ich hab das hier. Versuch das einfach mal laufen zu lassen. So, dann schauen wir mal. Mal so hinstellen, wenn ich genau weiß, wo der Kram ist. Hey, füllt der da überhaupt was rein? Das sieht mir alles so komisch aus. Denk mal schon, dass er erfüllt. Erfüllt, alles gut. Erfüllt, ne? Boah, Leute. Jetzt mal, ich bin nach vorne. Da komme ich nicht weiter ran. Das heißt, ich muss den jetzt zurückziehen. Oh Gott. Vorsicht, ich schwingel ein bisschen. Ja, schwingeln Sie mal ein bisschen. Ich schwingel das Ding. Oh nein, nicht schwingeln. Ich habe ja keinen Bock, dass ich ihn da jetzt einfach fasse, ne? Ja, nein, das ist nicht gut. Aha, Baumaschine ist leer, okay. Das war jetzt aber nicht viel drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute. Dann füllen wir mal. Ich konnte dann aber besser. Also ich bin da wohl noch nicht, aber ist alles nur Übungssache. Ja, auf jeden Fall. So, dann schnell wieder rüber. Oh, ich habe einen Meilenstein noch geschlossen. So, dann füllen wir mal. Der muss wieder nach oben. Einmal drehen. Tricky hier, ne? Richtig tricky. Tricky? Tricky, ja. Hier so ein Buschen. Oder hier. Ein bisschen runter. Ein bisschen weiter rüber. Junge. So ein Feuerball, Junge. Jetzt komme ich hier nicht weiter rüber, dann müsste ich die umsetzen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Kann ich da rüberkommen? Moment bitte. Ich bin noch, nee, ich bin noch nicht so weit. Okay. Da können Sie noch nichts machen.
Warten Sie einen Moment. Wo wollen Sie denn jetzt da was machen? Das erste, die erste Umrandung vorne bei Ihnen am Kran. Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal den hinteren machen hier. Weil sonst müsste ich alles umsetzen, das wäre dann ein bisschen doof. Ja, ist ja kein Problem. Warten Sie einen Moment. Ich setze mal eben den letzten hier ein. Komme ich nämlich nicht mehr. Ich muss nur aufpassen, dass der mir hier nicht so rumschwingelt. Keine Chance. Der schwingelt wie Sau. Ja. Jo, jetzt aber runter. Müsste aber passen. Bisschen hoch. Soll ich Sie einweisen? Nee, noch geht. So. Super. Das heißt, ich kann hier die linke Seite schon mal... Ah ne, Sie müssen ja noch die Flöcke da wegnehmen, ne? Oder geht das trotzdem? Welche Flöcke? Ja, unten die Betonteile. Ja, Moment, ich mache jetzt den vorderen, dann brauche ich nur noch hinten rumschwenken, dann ist das okay, dann können Sie vorne schon mal anfangen. Ja, aber Sie dann... Achso, nehmen Sie sich den vorderen, genau. Wir machen jetzt erst den vorderen da. Und dann können Sie da schon mal anfangen, gießen. Ja. Jetzt in den eben da rein. Gott, die Pumpe ist aber für alles, alle Ecken zu. Ja, das ist ja ganz gut so, ne? Weil das könnte ja auch tierisch in die Hose gehen. Ne? Moment, du kannst doch hier vorne schon gießen. Hier vorne. Ja, ne? Meine ich doch. Aber ja, ich habe doch die schon alle eingesetzt. Ich brauche nur die hintere noch einsetzen. Mhm. Ist halt nur, wenn sie da die Teile holen, dass sie dann um mich rumfahren müssen. Da komme ich schon dran. Okay. Das ist wohl nicht das Problem. Ich brauche ja nur die beiden hintersten noch einsetzen. Da komme ich schon dran. Lass mich mal langsam runter. Volle Kartoffelpapier. Ach, schon wieder leer. Also, da ist aber nicht viel drin, ne? Oder Sie müssen, wenn Sie fertig sind, dann doch einmal in den Mischer und den immer ab und zu ausmachen, weil ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Weil, das macht nur Sinn, eben halt, der nimmt ja nur, wenn du mit der Pumpe arbeitest. Ja. Da kannst du ruhig, dann ist egal, den kannst du laufen lassen die ganze Zeit, das macht nichts. Ja, gut. Der fühlt ja, der fühlt den ja nur voll. Mehr macht er ja nicht. Also da musst du dir mal keine Sorgen machen. Jawohl, Herr Hoxen. Ich habe Sie verstanden. Ja, ich hoffe. Ja, Sie haben ja den Lehrgang, als ich den Lehrgang seinerzeit gemacht hatte, das war noch ein bisschen, ja. Ich bin schon als Betonpumpe geboren. So, jetzt kommt der letzte. Aber wir sind, glaube ich, noch lange nicht fertig hier. So, jetzt kommt genau die Situation, die ich nicht wollte. Dass Sie hier rumfummeln, wo ich hier am Prüngeln? Am Kraneberg am Ding hier. Also prüngeln tue ich ja nicht. Ne? Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier überhaupt noch drankomme. Was haben wir? Ich einen verpasse. Das habe ich nicht befürchtet. Was denn? Was haben Sie befürchtet? Das letzte Teilstück kriege ich nicht. Warum nicht? Ja klar kommen Sie da dran. Ich habe die noch gar nicht richtig ausgefahren. Nicht? Warten Sie, ich guck mal. Ach ja, stimmt. Haben Sie recht. Dann muss ich den einfach runtersetzen. Na? Warten Sie mal. Ah, okay, so. Ich verstehe.
Da war er. Ah, es ist mal. So? Ja. Der fehlt ja wohl jetzt den 1%. Wo hat er den denn? Nach vorne hat er den, okay. So falsch, ey. Gibt's doch gar nicht. So. So, sie brauchen nur gießen. Ich komme jetzt gleich runter und schmeiß mich in den LKW. Ja, habe ich verstanden. Nur gucken, dass ich hier den richtigen Punkt finde. Jawohl. Der ist fertig. Das heißt, ich setze mal eben zurück, weil wir müssen einmal umsetzen. Ja, warten Sie. Ich komme. Ich bin jetzt bei Ihnen. Ja. Ich steige jetzt in den Betonmischer. Ja. Danke. Wir müssen umsetzen. Ja, ein bisschen nach hinten. Ja, warten Sie. Am besten so unter die Laterne. Das hört sich komisch an. Ne? Ja, sitzen Sie mal. Fahren Sie einfach um die Laterne. Nee, noch einfach nur geradeaus. Die stellen sich jetzt so hin, dass ich da auch wieder hin kann. Da wollen Sie jetzt stehen bleiben. Oder? Da wollen Sie jetzt stehen bleiben. Mhm. Eigentlich wollte ich hier nur ein Stück zurück, aber wenn Sie jetzt da wegfahren, kommen Sie ja dann von der anderen Seite mit dem Blitzer sehr schlecht da dran. Deshalb wollte ich Ihnen jetzt die Möglichkeit geben, dass Sie von oben reinfahren können. Also fahren Sie erstmal da rein am besten. Ja, warum? Ja, weil Sie doch mit dem Ausleger auf meinen hinten drauf. Ich weiß ja gar nicht, wo Sie hin wollen. Warum drehen Sie das Fahrzeug nicht einfach? Na gut, kann ich auch machen. Ja, vielleicht das Einfachste, ne? Dann komme ich doch viel besser da dran. Ja, Sie haben recht. Meinen Sie, so kriege ich gerade, müsste eigentlich der Winkel kommen, ne? Ja, das passt. Okay. Ich komme mal rückwärts run. Ja, das wird nicht passen. Oder? Ach, sicher. Ah ja. Ja, dann gucken wir mal, dass wir nach rückwärts rankommen. Mein viel ist es ja jetzt hier nicht mehr eigentlich. Moment, ich fahre nochmal vor. Ist das täuscht, ne? Wenn man so meint. So, ich lass mal laufen. Ja. Läuft. Jo. Alter, wie geht's da drauf? Aber wir sind ja gleich fertig mit dem Gießen. Zumindest jetzt, ja. Ja. Zumindest für den Teil. Weil sie hatten da ja, glaube ich, noch Elemente. Ja, da lagen noch welche. Ja. Da liegen ja noch mehrere Elemente. Aber ihr bleibt noch dabei, Leute, weil wir wollen ja unbedingt gucken, wie wir als nächstes machen. Genau. Ich werde mich auch versuchen zu beeilen, dass wir das hier noch. Aber wir sind ja schon bei 80% hier. Oh, Baumaschine ist wieder leer. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Das gibt's doch gar nicht. Ist da ein Beton verballert? Ich fülle wieder auf. Ist aufgefüllt. Mhm. Läuft. So mittig ansetze.
Jawohl. Ja, 100%. Super. So, ich setze die Elemente. Ich mach mal eben aus. Wir lassen alles so stehen, wie es ist. Ja. Ich mach mal die Pumpe soweit aus und spring mal wieder in den Kran. Ja. Ach, dieses Hin und Her. Ich bring nur eben die Pumpe so aus der Sichtbereich. Wir gucken uns das mal an, was Herr Hoxton jetzt macht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Also, macht's gut. Okay, ciao.